Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Tanoa Live. Endlich wieder. Ja, mit dabei ist wieder der Rotten Toasty. Ja, das ist der Original-Sound des Toasts, was man auch in der Wildnis zu hören bekommt. Ja. Also, ich zumindest bin in Georgetown. Nick ist noch in Richtung Zuckerfabrik. Nee. Nimmer? Wo bist Zucker du? Zuckerrübenfeld. Oder Feld, es ist nämlich hier unten. Hier ist das Zuckerrübenfeld. Denn wir sind jetzt dabei, mehr Geld zu machen, anstatt mit Äpfel, weil bei Äpfel haben wir um die $600 bekommen und jetzt bei... pro Apfel halt, ne? Pro Apfel, genau. Und jetzt bei den Zuckerrüben kriegen wir nämlich pro Einheit um die 4000 raus. Oder war das 4000? Ja, ne? Ja, irgendwas mit 4000. So. Und wir haben nämlich jetzt, das haben wir ein bisschen offscreen gemacht, jede Menge Geld zusammen gefarmt. Und zwar, ja, wollten wir uns einen größeren LKW holen und damit noch mehr Geld zu machen. Und den werde ich mir jetzt holen. Und auf was es hinauslaufen wird, zeige ich euch jetzt gleich. Wir sind hier am Truck Shop in Georgetown. Und jetzt brauche ich den Hemet. Ne, ich will den Mill normalen. Und der kostet mich 862.500, genauso viel wie ich dabei habe. Und den werden wir jetzt kaufen. Auf geht's. Was? Hä? Was? Hä, du hast nicht genügend Geld, was geht denn jetzt ab? Ich hab doch so viel. Vor allem, ich hab sogar 863.000. Hä? Hä? Ja, schau mal genau hin. Steht wahrscheinlich 8 Millionen dort. Nee, 862.500 Dollar. Kaufpreis. Und ich hab nicht genügend Geld. Irgendwie. Oder warte, brauche ich das Bar dabei? Ich brauche ja, das Bar dabei. Brauchst ja, du klar, das Bar. Jetzt. Ha! Okay, gut. Gott, Alter. Ja. Gott, Alter. So, warte mal, wo bin ich denn, Georgetown? Wo ist denn hier der ATM? Da drüben, warte mal, der ist hier oben bei der Apotheke, ist der gleich wieder mit. Okay, dann rennen wir da mal hoch. Hey. Geht doch gut los hier. Ja, wir haben auch wieder unsere nächste Investition schon geplant. Die hilft uns zwar nicht so wirklich weiter. Ach, ne? Komm. Aber. Warte, Alter. Aber. Die ist trotzdem geil. Gott, Alter, was sind das für welche? Wo ist denn jetzt hier der ATM? Als ob uns der LKW nicht schon genug weiterhilft. Mehr braucht man doch eh nicht. Nee, ich meine die nächste Investition, die danach kommt. Naja. Willst du noch kaufen, hä? Einen noch größeren LKW oder was? Einen Hubschrauber noch. Ach Gott, Alter. So einen übelst fetten Harren. Komm mal da. Was willst du damit? Wie viel Platz hat der? Übelst viel. Weil die schießen hier rum. 150 abheben. Gut. So, jetzt. Jetzt geht's los, Jungs. Okay. Zappenduster da hier. Wie bitte? Gib dir gleich Zappenduster auf den Schädel, Junge. Da regt sich so ein Kopf auf. Was? Ja, nix. Da regt sich gerade so ein Kopf bei so einem Typ auf, dass ja. Der den irgendwie in den Kopf geschossen hat. Also. Ja, hast du das Ding jetzt oder was? Warte, ich bin jetzt gerade. Wenn du den kaufst, dann tun wir es doch nein. Ja, klar, mach ich. Truck Shop. In die scheiß Garage so. Dabei, ne? Tempest ja, Hemet. In dieses der Zivilien. Der labert mir so in den dieses Satz. Zivilien, der das sieht so kacke so aus. Rein, der Typ. Mill. Haben. Ja, in die Garage. Da steht er. Jungs, guckt ihn euch an. So ein fettes Gerät. Ja, und jetzt in die Garage fahren. Zack. Jetzt in die Garage fahren, habe ich gesagt, hallo. Sicherheitsgurt anbringen. Hallo. Wo ist denn die LKW-Garage? Es gibt keine LKW-Garage. Also es gibt nur eine Garage, ne? Ja. Wo sind die? Da oben. Ja, links. K-Garage einfach. Kaka-Garage. Normalerweise schon. Alter, da musst du teilweise in der Außenansicht fahren. Will den nachher da mal fahren, ne? Kannst du. Ja,
Schauen wir mal. Weil der gehört ja zur Hälfte mir, ne? Ja, ja, trotzdem ist meiner. Wie uns eigentlich alles zur Hälfte gehört. Selbst die scheiß Autos, glaube ich, oder? Nee, warte mal, guck mal, nee, oder? Guck mal, was sich die leisten. Keine Ahnung. Mein Pickup zum Beispiel habe ich mir selber gekauft. Aber dann gehört mir der Truckbox auch zur Hälfte, ne? Hä? Nein, den habe ich doch gekauft, oder? Oder wir warten das. Den habe ich auch mit zusammengespart. Echt? Dafür natürlich. Hä? Für Truckbox hat er doch nicht viel gekostet. Und trotzdem habe ich damit gespart. Ja, kann schon sein. Ja, das ist schon klar. Ja, jetzt schauen wir mal, wo ist denn das jetzt hier? Ist das hier wieder drin? Schau mal, wie viel der zum Ausparken kostet. Oh ja. Nicht, dass du dafür jetzt keine Kohle mehr hast. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo man das überhaupt machen kann. Hier drin wieder? Ja, wahrscheinlich. Alter, es ist so dunkel, ne? Vehikelgarage. Okay, Vehikelgarage, Hemmetransporter. Nee, oder? Warte mal. Einstellpreis 25.000. Im Ausparken? Ja. Ach, im Ernst, Alter? Alter, wie teuer ist denn das? Ja, ey. Geil. Erstmal speichern. Meine Güte, soll ich noch ausparken wieder? Ja, ne? Ja, ich dachte, du hast keine Kohle mehr. Doch, ich hab schon noch die Kohle vom Dings. Halt noch, ne? Vom. Vorhin von den Rüben. Ja, ja, also für den Verarbeiter, dann hole ich mir halt nochmal 25.000 bei der Bank schnell. Achso, ja, mach halt. Alter, ist das gerade stockfinster. Jetzt ist wieder die Zeit, wo der Mond weg ist. Oder. Ja, oder fast weg ist oder so. Was? Nee. Ach Gott, jetzt muss man das auf dem Bankkonto haben, Mann. Ey, das ist doch. Ja, das weiß ich. Mann, immer das gleich. Erstens müsstest du es ja auch immer zu dabei haben, ne? Den Scheiß. Ja, ja, klar. Wo ist denn jetzt hier der nächste ATM? Wo bin ich denn? Weißt du hast ATMs nie in der Nähe, ne? Alter, echt, jetzt darf ich hier die Straße runterlatschen bei der Dunkelheit. Meine Güte. Ja, da wäre jetzt einer, ich hätte ihn fragen können. Ach, kein Bock. Hä? Da wäre zwar einer gewesen, aber irgendwie ist der Typ eh irgendwie mit seinen Waffen beschäftigt, keine Ahnung. Bin ja eh gleich da. Das ist echt saudunkel hier, ne? Ja, ich weiß. Der Mond ist zwar noch draußen, aber der steht halt so seitlich. Wenn der Mond wieder weg ist, Alter, dann ist es immer heftig. Ja, stimmt. Das siehst du ja null. Vor allem, was mich hier gerade wundert, wieso der eigentlich ist so klein ist. ATM hier? Müsste der nicht hier ewig riesig sein? So, der ist da vorne. Der Mond, warte mal, wo ist denn der überhaupt bei mir? Ja, der ist so sau klein, Alter. Vorhin habe ich ihn mal gesehen, aber jetzt irgendwie gerade. Keine Ahnung. So. Ja, wir machen heute auf jeden Fall nochmal eine Tour in der Folge, wenn wir es hinkriegen. Auf jeden Fall. Alter, wie viele ADMs sind hier bitte? So, ich brauche 25, halt. 5, hallo? Wieso macht das auf der 1 eine 2 jetzt? 3, so. Brauche ich einzahlen, so rum. Okay, gut, und jetzt zurück. Was machst du gerade? Zum Verarbeiter fahren. Ach, du farmst schon die ganze Zeit. Naja, wir haben jetzt die ganze Zeit offscreen Äpfel gemacht, weil es ist trotzdem sau langweilig, sowas anzugucken. Und ja, jetzt kommt was Neues, Rüben. Das geht auch relativ schnell, finde ich. Machst du irgendwie. Obwohl, das dauert halt länger von den Fahrtwegen, aber das füllst halt den LKW halt so. Ja, aber na und? Das lohnt sich sehr viel mehr. Ja, meine ich doch. Passt doch. Da haben wir nicht dieses blöde Scheißproblem, dass wir da Platz weglassen müssen. Das stimmt, ja. Ja, das können wir wenigstens alles voll machen, ey. Alter, wenn hier einer lang rast, ne, der überfährt mich so dermaßen. Ne? Du musst mir da mal so eine Spritze geben, so ein Schmerzmittel. Wieso? Nein. Warum? Wo ich nur noch eine hab. Ist da nicht eine, da ist so eine Apotheke da oben. Ja, auf Deutschland. 2000 kostet eine. Ach so, na, das geht. Ich hab mir nämlich drei, nee, doch, drei Stücke oder sowas gucken. Was ist denn Restart? Machte. Macht erst, okay. 4 Stunden Takt. Ist egal. Steht ein Helmet da.
Cops. Alter, die Cops fahren da hier im Dings. Was? Oh. Wollen die tanken oder was? Apotheke. Machen wir mal schnell. Nee, wir sind hier. Achso, ich fahr die ganze Zeit. Ja, lass mich. Ich höre irgendwo was. Oder bist du hier irgendwo bei mir? Nee, ich bin in Georgetown noch. Scheiße, Alter. Weißt du, hier ist irgendwo einer. Wo ist jetzt die Apotheke? Bin jetzt doof. Ist doch hier. Ach nee, das ist die Feuerwehr gewesen. Apotheke ist hier unten, genau. Irgendwo ist hier einer, Alter. Ich hab nämlich gerade was gehört. Ich hab irgend so einen V8. Moment. Oh. Heli? Ups, falscher Knopf. Der bremst, Alter. Nee, der lenkt. Hä? Was ist denn das? Ich glaube, das ist ein. Irgendwie so ein. Ach, da ist die so ein. Das sieht aus wie ein Urban. Echt? Ja, dieser Schwarze da, wie heißt das Ding nochmal? Nee, das ist der Fischmarkt. Hä, welcher Schwarze denn? Keine Ahnung, Alter. Der landet in dem Kaff da vorne. Wo der Supermarkt ist. Hab ich voll Angst. Ach, da ist die Apotheke. Jetzt kapiere ich es auch erst. Der schwebt über den Kaff drüber. Ist es vielleicht Bullen? Weiß ich nicht, es kann sein. Das kann ich ja nicht irgendwie sehen, wer das ist, oder? Nee. Ich sehe zwar die. Nee, das sind Rebellen irgendwo. Die haben sogar eine Waffe dran und die suchen da irgendwas ab, die Wichser. Apotheke. Ja, natürlich landen die Schwanzlutscher, Alter. Bei dir oder was? Ja, natürlich, ey. Darf ich jetzt extra nach Georgetown fahren oder was? Schon wieder, ey. Sind wir die ja. Und hier sind wir daheim. Nee, ich fahr jetzt nicht extra nach Georgetown, das kannst du vergessen, Alter. Jetzt trotzdem dahin. Alter, das ist saures Kontrast. Das ist saures Kontrast. Oh, Alter, jetzt hätte ich mich fast überfallen lassen. Ne? Geil. Apotheke, was brauche ich? Schmerzmittel hier. Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich machen soll, so ein Scheiß hier, ey. Hey, und jetzt? Ach so. Wer denkt, wo Auto? Ich hasse diese Straße hier. Rüber. Oh! Fuck, Alter. Na gut, ich würde sagen, das zieht sich immer so ewig hin hier alles, ne? Wenn man sich das mal überlegt, ne? Wir haben jetzt den LKW gekauft, ich habe mir eine Apotheken-Dingsbums geholt und schon wieder haben wir 15 Minuten voll. Schon lustig, oder? Ja, schon. Ja, wir wollen ja die Folgen auch nicht zu lang strecken. Das heißt, ja, die nächste Folge ist dann wieder am nächsten Upload-Termin. Das ist dann der... Welcher Tag ist das? Der Donnerstag müsste es sein. Denke ich. Oder was sagst du? Keine Ahnung, ey. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Lass dich überraschen. Oder wir lassen uns überraschen, vielleicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Farmen dann. Bis dann. Und ciao.